Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ich bin MW und wir sollen jetzt hier, was war das, die Schlange mit dem Silberauge oder so finden. Ja, gucken wir mal. Dafür habe ich nicht genug Platz. Voll. Lara ist voll. Rappelvoll. Aber das geht immer. Mal der Gelegenheit. Ein Bandpfeil, ein paar normale Pfeile. Man weiß nie. Hallo? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, sollst du auch nicht mehr tragen. Wer ist da? Na, guck mal da. Fast. Was? Hallo? Fast. Hallo? Ja, da kann sich eigentlich selber befreien. Ich bin aber jetzt hier. Ich weiß, es tut weh, aber... Vorsicht. Treffer. Vorsicht, genau. Ja, so entstehen Freundschaften. Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Und es ward dunkel. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Wahrscheinlich nicht. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung.
Denkst du, dein Artefakt ist dort? Wer weiß? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Dir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Hübsches Höschen, Nathan. Ganz hübsch hier. Sei still. Titi. Murato auf dem Markt treffen, so soll es sein. Ein Ort für deine offizielle Farm der Familie Thronkönigin Unaratu. Ja gut, das ist ja genau das, was wir jetzt hier tragen. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin. Unaratu. Ja, gehen wir mal zum Vieh hier. Schuldest mir noch einen Bericht? Ja, Mutter. Da war etwas. Heute Morgen. Ja. Ich habe gesehen, wie sie dich unberührt. Ich erwarte dich auf dem Markt. Königsmann? Ah, da war was. Gleich gibt's einen Knutscher. Jo, dann gucken wir uns mal um. Da hinten hin soll's gehen. Den Weg dahin kann man ein bisschen einsammeln. Monolith. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Dann tun wir das mal. Da war was im Blinken. Was haben wir da? Schön, schön. Weiter. Wilde Ausrüstung. Mal hier weiter gucken. Fähigkeitspunkte. Gut. Ups. Wo soll ich hin? Da. Und die Karte. Sieht da lang irgendwie. Geht ja nicht. Immer hier lang. Ups. So, da geht's übers Wasser.
Was ist das? Die Tijan, den Tin Willa. So geht daqui. Das hat da Walle. Questgeber. Ich möchte jetzt aber erstmal die Hauptaufgaben machen. Achalo? Malob. Walle matu joklal. Wunderschön. Tauschen Sie Ressourcen. Ja, das könnte ich mal bei Gelegenheit machen. Ach, da vorne soll ich. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Naja. Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Ja. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Nö. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Erstmal unwahrscheinlich. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Dumme Idee. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Na? Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Na, ist ja alles nochmal gut gegangen. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe.
Jo. Gucken wir mal, ob wir da so problemlos hinkommen. Der interessiert sich nicht für uns. Die machen Party. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Entziffern nicht möglich. Ja, sorry. Un rato yetel, huacuxul macobe, letio pujajil, uchilan cabiló paititi, huabella catictén, yetel machente en tu cultiqui, vale, bellin wole, chente en llante en umuki lingualic, usasig sipile, sococuchu luquin le olal, una juchiva lunurato, ucupki mesico culcan, tialusut lequino, maculpachi, yoxale tu culo bello, cuquimesalu yabili, le olal bacan mishmactic báltico. Ja. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen die Sachen einsammeln. Und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Ah, ja. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Jo, sei vorsichtig. Doch der Kult hat Patrouillen. Nee, warte. Bitte. So, jetzt können wir rein. Sammeln Sie mehr Artefakte. Das tun wir. Sammeln alles, was geht. Was mir über den Weg läuft. So direkt. So, weiter, da liegt noch was. Das nehmen wir auch mit. Weiter. Alles klar. So, ich denke, hier soll ich mich abseilen. Jo. Ein wenig schwingen. Das nehmen wir mit. Und dann, ja, wieder alles Übliche. Ja, rüberschwingen. Das war jetzt nicht schwer. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. 5 Fähigkeitspunkte. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn sie Objekte mit Überlebensinstinkt erhöht die Zeit des genauen Sinns beim Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod, Grausamkeit. Tiefe Stürze, ja. Ich muss ihn aufhalten. Unter Wasser länger Luft anhalten. Das ist praktisch. Schneller schwimmen, das muss jetzt nicht. So, was haben wir hier noch? Seltene Tiere finden, Menge an menschengemachten. Nö.
Wir spannen den Bogen schneller und verkürzen die Zeit zwischen den... Genau. Da sind Upgrades verfügbar. Die hat noch nichts bekommen. Ja. Ordentlich. Kann ich auch noch machen, tatsächlich. Das ist schön. So, geht hier noch was? Tatsächlich. Jo. Ging auf jeden Fall einiges. So, weiter geht's. Lang. Dadurch. Wenn du es sagst. Schön. Dann zwingen wir uns mal hier weiter. Stinkt es. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Ja. Den Bauch der Schlange erklettern. Das ist schön. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Na los. Yummy. Oh, ist das widerlich. Nur so ein bisschen. Abseilen, okay. Achso, ich soll ja wieder schwingen. Das. Nein. Genau, ein schlechtes okay, Timing. Keine Hektik. Ja, kein Stress. Du bist da schon 3-4 Mal gestorben. Also insofern. Läuft. Du schaffst das. Komm, kriegst du auch noch hin. Ja. Alle Opfer.
Weg ist er. Komm mal, was uns da oben erwartet. Da. Scheiße. Alles gut. Voll schön hier. Ich habe wohl keine Wahl. Nö. Ja. Das hat sich erledigt. Ist das einer der Rebellen? War. Es gibt irgendeine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, ganz bestimmt. Dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Yep. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Ja, gucken wir mal hin. Ich muss die Barriere zerstören. Feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger. Den Christo. Mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Mhm. Dann benutzen wir den Hebel nochmal. Mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Okay, nochmal. Mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Stimmt. Mit dem Hebel. Voller Öl und Blut. Die Pfütze könnte brennbar sein. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Jo, also das ist jetzt die nächste Prüfung. Aber die gehen wir jetzt hier nicht mehr an. Die machen wir im nächsten Video. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.